Mutter! Weihnachten, ihr Lieben. Wir haben heute den 24. Dezember und ich hoffe, ihr wurdet schon reich beschenkt oder ihr habt das Ganze vielleicht noch vor euch, je nachdem, wann ihr euch das Video hier anschaut. Ich habe mir hier schon meinen Glühwein vorbereitet und schon meine Bommelmütze hier aufgesetzt und vielleicht kann man es schon so ein bisschen erkennen. Und zwar soll das Ganze so ein bisschen von Kevin allein zu Hause das Ganze darstellen, denn der trägt ja auch in den Filmen immer mal so eine niedliche Mütze. Denn darum soll es heute gehen. Ich möchte mit euch heute ein Kevin allein zu Hause Make-up schminken. Heute soll es aber nicht um Kevin gehen, sondern um die feuchten Banditen, das heißt um Marv und Harry. Denn ich möchte mit euch heute das bekannte Bild nachschminken, wo Marv das Bügeleisen ins Gesicht bekommen hat. Ne, das ist ja hier einmal schön mittendrin. Und Harry hat ja leider den Türgriff in der Hand mit dem M drin für McAllister. Zwei lustige Szenen, die ich euch jetzt natürlich nochmal an dieser Stelle mit einblende. Und das Ganze soll heute auf mein Gesicht gezaubert werden und dann schauen wir nachher gemeinsam, wie das Ergebnis aussieht und das ist vielleicht nochmal eine lustige Sache, wer das also nochmal nachschminken möchte. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Schauen und natürlich beim Nachmachen. Wir beginnen wie immer mit einer Grundierung und ich habe dafür mein Foundation Spray gewählt. Weiter geht es mit meinen Augenbrauen. Die habe ich mit meinem Augenbrauenstift nachgezogen. Hierfür kann man aber auch ein Augenbrauenpuder nehmen. Schritt Nummer 3 ist mein Settingpuder und das fixiert mein Make-up. Mit dem Puder gehe ich außerdem über meine Augenbrauen, so wirken die Augenbrauen natürlicher und werden mattiert. Und auch der restliche Bereich von meinem Gesicht wird gepudert. Schritt Nummer 4 ist das Augenbrauenbürsten, dass meine Augenbrauen auch schön in Form liegen. Und los geht es mit zwei Rottönen, denn jetzt wollen wir erst einmal die Form des Bügeleisens malen. Dafür habe ich mir eine Vorlage aus dem Internet genommen und das Ganze abgezeichnet. Auf der Stirn ist sozusagen die Spitze des Bügeleisens und dann gehe ich Richtung Wangenbereich, wo das Bügeleisen sozusagen weiter endet. Auf der anderen Wangenseite wird jetzt noch eine kleine Wunde gezeichnet. Dafür verwende ich auch einen roten Lidschatten und arbeite ein wenig mit Schattierungen. Mit dem Puderpinsel gehe ich jetzt nochmal über alle roten Bereiche und zeichne das Ganze ein wenig weicher. Als nächstes schnappe ich mir einen Rougepinsel und gehe in das hellere Rot und natürlich auch noch ein wenig in das Dunkelrot. Und das Ganze wird jetzt einmal unterhalb von den roten Strichen sozusagen aufgetupft. Und dann seht ihr jetzt schon den tollen Effekt. Das geht also super schnell und einfach. So sieht das Ganze schon wie eine Wunde aus, als ob ich ein Bügeleisen in mein Gesicht bekommen hätte. Und auch auf einzelne Bereiche von meinem Gesicht tupfe ich jetzt den roten Lidschatten auf und so sieht das Ergebnis aus. In dem nächsten Schritt arbeiten wir mit einem kleinen Pinsel und mit einem Weiß- und einem Braunton. In dem nächsten Schritt zeichnen wir jetzt mit dem hellen und mit dem hellbraunen Puder den Abdruck des Bügeleisens. Mit meinem Augenbrauenpinsel zeichne ich jetzt noch kleine Schattierungen ein. Wer möchte, kann sich jetzt noch einen dezenten Lippenstift mit auftragen. Ich habe dafür einen Nude-Ton und einen leichten Rosé-Ton gewählt.
Zu guter Letzt trage ich jetzt noch meinen Mascara auf und auch das bleibt euch natürlich selbst überlassen. Ein recht schnelles und einfaches Make-up und so sieht das Ergebnis aus. Ich muss sagen, ich bin wirklich super zufrieden und man kann, denke ich, erkennen, aus welchem Film das Ganze kommt. Und weiter geht es mit der Verbrennung auf der Handinnenfläche und zwar das McAllister M. Hierfür verwende ich einen dunkelroten Lidschatten und zeichne erstmal einen Kreis auf meine Handinnenfläche. Mit meinem Puderpinsel verblende ich wieder das Rot. Weiter geht es mit meinem Rougepinsel und dem hellen und dunkelrot. Und auch hier werden jetzt wieder einzelne Wundschattierungen eingezeichnet. Als nächstes schnappt ihr euch wieder einen hellen Lidschatten, einen Nude- oder Weißton und einen schmalen Pinsel und umrandet den Kreis. So sieht das Ganze natürlicher aus und die Wunde sticht noch ein wenig mehr hervor. Jetzt kommen wir zu dem spannenden Part und zwar verwenden wir jetzt einen ganz, ganz dunklen Rotton und jetzt zeichnen wir das McAllister M. Auch hier habe ich mir im Internet vorher eine Vorlage rausgesucht. Und auch das M wird wieder mit einem Weiß- oder Nude-Ton umrandet. Einzelne Bereiche habe ich jetzt noch mit einem roten Lidschatten intensiver ausgemalt, dass das Ganze ein bisschen brutaler sozusagen aussieht und noch mehr hervorsticht. Und das war es auch schon. So sieht das Ergebnis aus. Und ich finde, auch hier ist es wieder ein tolles Ergebnis. Und ich finde es wirklich super schön. Und es sieht schon wie in dem Film sehr ähnlich aus. Das war mein heutiges Video. Und während ihr euch jetzt das Video hier angeschaut habt, habe ich höchstwahrscheinlich gerade zu diesem Zeitpunkt oder zumindest heute Kevin allein zu Hause gerade geschaut. Übrigens einer meiner Lieblingsweihnachtsfilme, wenn nicht sogar eigentlich mein Lieblingsweihnachtsfilm. Deswegen finde ich das wirklich super passend für heute mit diesem Make-up und ihr habt nochmal so eine kleine Überraschung von mir zu Weihnachten bekommen. Hier dann nochmal das Ergebnis mit meiner Hand dazu. Ich muss sagen, bei der Hand war das ein bisschen schwierig, das Ganze zu malen. Und normalerweise hat er das, also der Harry hat das eigentlich an der rechten Hand, diesen Abdruck, beziehungsweise diesen Brand, ne? Aber ich musste ja mit rechts zeichnen, deswegen habe ich mir das Ganze hier auf die linke Hand gemalt. Und ich finde, dafür, dass ich das jetzt vorher nicht geübt habe und auch das erste Mal so ein Make-up hier mache, inklusive Hand, finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich finde, das ist eigentlich dafür recht gut geworden und man kann, denke ich, schon erkennen, um welchen Film es sich handelt und was damit gemeint ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ja, lasst mir sehr gerne noch einen Daumen nach oben da. Ich freue mich über eure Kommentare und schreibt mir doch gerne mal mit rein, welcher Weihnachtsfilm euer Lieblingsweihnachtsfilm ist und auch welche Stelle ihr bei Kevin allein zu Hause am besten findet oder am lustigsten. Und ich wünsche euch natürlich jetzt hiermit nochmal einen schönen Weihnachtsabend, eine schöne Weihnachtszeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal und vergesst natürlich nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.